Ihr seid wieder da. Klar sind wir das. Wir sind das NPP-Einsatzteam und immer zur Stelle, um diesen ekligen Crawl zu besiegen. Wir haben gehört, dass hier auch ein riesiger Crawl sein Unwesen treibt. Das stimmt, ihr kommt gerade rechtzeitig. Hat das etwas mit dieser Crawl-Sphäre zu tun? Vielleicht, aber wir sind uns nicht sicher. Wo hält sich dieser Riesencrawl denn auf? Beim Donnerfelsen, tief im Wald, aber seid vorsichtig, es könnten mehrere sein. Danke, Greta, wir werden uns darum kümmern. Ein Riesencrawl, hat sie gesagt, aber auf Viterra hatten wir ja keinen Riesencrawl, aber ich glaube, sie meint das sowieso eher so die Minibosse. Oh, hallo Ryan, China. Schaut, was ich gefunden habe, als ich ein paar Sachen meiner Mutter aufgeräumt habe. Verlorenes Memo? Der Spectrum-Meister, den sie vor langer Zeit getroffen hat, gab ihr das ihr zur sicheren Verwahrung. Ihr meint, es ist eines dieser wertvollen Andenken meiner Mutter? Jetzt, wo ihr sagt, sie hat es ganz liebevoll angeblickt, als ich es ihr gezeigt habe. Aber sie hat selbst gesagt, dass es euch weiterhelfen könnte. Ich hoffe, ihr nehmt es an euch. Okay. Inferno-Höhen. Vor dem Eingang zu den Feuerruinen Barmuts wurden ein Symbol auf dem Boden gezeichnet. Feuerspeckrops halten plötzlich inne, wenn sie in seine Mitte gelangen. Es heißt, dass dort etwas verborgen liegt. Aber ich weiß noch nicht, was ist. Ist das von ihr? Ich glaube schon, ne? Interessant. Warte mal, das lesen wir uns auch durch. Interessant, weil ich das eigentlich schon gedacht habe, dass man da was finden kann. Nur habe ich nicht gewusst, dass man mit. Also, dass man einen Feuerspeckrop braucht, deshalb habe ich da halt auch nichts gefunden. In der Eistafelnhöhle gibt es eine Schlucht, deren Grund niemand kennt. Die Wasserspeckrops Kokoeris scheinen aber besonders scharfe Sinn zu haben. Sie entdeckten etwas, das auf der anderen Kluftseite vergraben liegt. In der Eistafelnhöhle, das ist die Höhle, wo wir Kamtoga gerettet haben, oder? Könnte wichtig sein. Aber wir sehen uns gleich wieder beim Donnerfelsen. Beziehungsweise wir sehen uns jetzt schon wieder, weil wir hier wieder ordentlich Angriff bekommen. Und ich möchte das ja auch zeigen, nicht skippen irgendwie, weil es ja auch dazu gehört zur Geschichte, zur Mission. Und ist so eine kleine Herausforderung, sagen wir mal so. Obwohl das mit diesem Spectrop nicht so schwer ist, oder? Oh Gott. Auf die habe ich ja gar keinen Bock. Vor allem nicht, wenn ich jetzt nur eins anvisiere von denen. Ich glaube, das geht besser. Aber ich werde das schon machen, Leute. Ja. Auch wenn es jetzt ein klein wenig leckt. Wir machen das, oder? Die Frage ist, wieso sagt sie denn genau Donnerfels, wenn hier auch Crawl ihr Wesen treiben? Obwohl, jetzt sind wir hier auch schon wieder durch. Dann werden beim Donnerfels wahrscheinlich richtig viele sein, so wie im letzten Part auf im Sonnengrasland. Los. Das heißt, wir sollten da eventuell aufpassen. Aber wir haben jetzt schon los. Den ein oder anderen Reißball mehr. Das heißt, könnte klappen. Werden wir hier auch angegriffen? Nein, okay. Gut, denn wir haben hier noch eine Steinmarkierung zu holen, über die wir jetzt drüber können. Also über die Brücke können wir drüber, nicht über die Steinmarkierung. Und wir können die Steinmarkierung jetzt aktivieren. Dazu bin ich in der Hauptstory nicht mehr dazu gekommen, aber ist auch egal. Wir können sie uns jetzt ergattern. Und es ist eine Torgalanze. Okay, gut. Dann geht es hier gleich wieder zurück. Das ist ja ein Rundumweg. Ne? Sieht man so einen Kreis. Es ist die Frage, wo der Donnerfelsen ist. Ist er das? Ja. Aber ich glaube, wir werden instant angegriffen. Drei verschiedene Elemente. Wow. Okay, die wollen es wissen. Aber ich glaube, wir haben ja noch auf diesem Planeten noch eine Steinmarkierung, die wir holen müssen. Ne? Über eine Brücke.
So. Und weil es eventuell vielleicht ein bisschen zu langweilig sein wird, sie einfach nur so zu besiegen, die Crawl, nehmen wir es jetzt mit den Spectrums auf, obwohl es gleich down ist. Was machst du da hinten? Der Kampf ist da vorne, das weißt du schon, ne? Wir nehmen ein Schwert. Die Lanze nicht. Wir nehmen das stärkste Schwert, was wir haben, ist das, ne? Yes! Das Sasa-Schwert. Ich glaube, es hat auch ganz gute Combo-Angriffe. Ein Feuerschwert ist da jetzt nicht vom Vorteil, aber nehme ich. So, und bevor der da jetzt stirbt, wechsle ich nochmal. Ich hoffe, das ist für euch okay, dass ich jetzt mit dem angreife und nicht die ganze Zeit mit dem overpowerten Spectre, was wir aber auch legitim bekommen haben. Also so ist nicht, ne? Aber ich glaube, ihr wollt ja ein bisschen mehr Spannung haben. Und es greifen immer die gleichen an. Und habe ich den Spezialangriff von dem Spectre schon benutzt? Das habe ich jetzt komplett verdrängt, muss ich sagen. Ja, greif doch mal an, Ryan. Ich kann ja auch mal wieder zu Chile wechseln. Falls ihr wollt. Damit sie auch mal ein bisschen kämpft. Weil wir haben die meiste Zeit jetzt nur mit Rollen die Crawl besiegt. Das geht ja nicht. Ne, Gleichberechtigung für alle. V muss noch was machen. Also kann China auch mal ein bisschen was fürs Universum machen, fürs Kaios-System. Und da kommen die nächsten. Bringt sich der Spezialangriff bei denen überhaupt was? Also dieser? Ja, so. Ja, gut schon was. Boah, es sind aber schon reichlich mehr hier. Aber wir kriegen das hin, oder? Wir brauchen ja keine overpowered Spectrops. Wir können es einfach, ne? Sagt er und trifft nachher überhaupt niemanden. Hallo? Jetzt bin ich gerade ein bisschen rausgekommen und die ganzen Reißbälle sind dann dementsprechend auch gleich wieder weg. Komm mal her. Komm, wir besiegen jetzt mal einen. Ich habe damit nicht gemeint, meine Spectros zu besiegen, gell? Ach komm. Fuckt's mich nicht ab. Na, jetzt trifft das mich, ne? Okay, hat mich sowieso getroffen. Ach, wisst ihr was? Könnt's mich mal komplett? Da, greif an. Alle tot hier. Ich habe schon genug mit euch. Mit eurem Elend rumgeschlagen. Jetzt kommt ihr nochmal. Wie oft wollt ihr denn noch kommen? 80 von dem hier. Das kann es nicht sein. Aber es hat ja schon geheißen, dass wir ein bisschen was auf uns zubekommen. Natürlich war es das noch nicht. Auch wenn es jetzt ein bisschen einfach ausschaut. Wenn das Spectre stirbt, ist vorbei, ne? Oh, er hat gleich mehrere angegriffen. Intelligentes Tier, muss ich sagen. Und da liegt's. Pause kannst du später machen. Ach komm, greif dich auch mal wieder an. Komm. Hä? Da wollte ich einmal angreifen und dann sagt er, nö. Und da oben ist wieder ein Mini-Boss. Komisch, dass die hier... Ah, es ist der Para... Das kann es nicht sein. Jetzt ist der geparat. Finde ich echt komisch, dass hier Mini-Bosse auftauchen oder
Mini-Boss-Crawl in der Art, die wir so auf diesem Planeten gar nicht gehabt haben. Und was ist das hier gerade für ein Screen gewesen? Klar, wir haben gegen die schon das dritte Mal, dass wir gegen die kämpfen. Das erste Mal auf Slicer und das zweite Mal auf der Chronosphäre. Aber die greifen jetzt auch nicht wirklich an, die sind einfach nur da. Oh, ich sag nichts. Komm her. Ah, oh, jetzt bist du wieder paralysiert, oder? Bist du geparat? Nö. Das hat so ausgeschaut, weil das so glänzt. Ja, Taktik. Komm, geh weg. Geh mir aus den Augen. War's das jetzt? Ja. Das war's. Puh, der war ein harter Brocken. Er war stärker als alle Crawl, denen wir bisher begegnet sind. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Wir sollten schnell zu Greta zurückkehren und dir davon berichten. Ja, aber zuerst, wie gesagt, die eine Steinmarkierung. Ich glaube, es ist nur die eine, ne? Hoffentlich. Die sich hier auf der Hochwiese befinden sollten. Und es sind da überall Crawl. Nicht zu fassen. Und da sind richtig viele. Da wimmelt es nur von denen. Und... Oh, wieso ist denn der geheilt worden? Mach Spezialangriff. Das vernichtet alle, oder? So ziemlich. So ziemlich. Junge, ist da viel zum Einsammeln. Aber ich frage mich, woher die Crawl bitte kommen. An die Crawl-Sphäre haben wir anscheinend noch nicht zerstört gehabt, aber Crux ist tot. Oder? Lebt Crux tatsächlich noch? Ich meine, gut, die Crawl könnten natürlich auch ohne Crux weiterleben. Ist ja auch logisch. Ich meine, Crux war im Prinzip in diesem Spiel und halt in den anderen Spielen auch immer der Anführer der Crawl. Aber man hat mitbekommen, dass die Crawl auch ohne Crux schon gelebt haben. Und dass Kaio bzw. ihr System schon früher vernichten wollten. So, ist er down? Okay, gut. So, da drüben ist die Steinmarkierung. Die habe ich nicht vergessen. Und was bekommen wir da? Gib mir was Nices. So, und ich hoffe, das war's dann auch auf diesem Planeten, soweit ich mich erinnern kann. Ansonsten schreibt mir das bitte, ja. Und einen Handschuh. Tod zu Hands. Okay. Gut, dann sehen wir uns dementsprechend wieder bei Greta. Auch wenn ich jetzt wieder von zahllosen Crawl angegriffen werde. Was sind das denn für Crawl? Sind wir denen schon mal begegnet? Ich glaube nicht und deshalb... Okay. So ein Problem sind die gar nicht. Hä? Was sind das für Crawl? Sind das... die Geister der verstorbenen Crawl? Ich meine, schaut euch sie an und Level 30 ist er jetzt momentan nichts mehr. Ich weiß nicht, wie schade ich den mache. Ja. Ein Angriff und einer von denen ist down. Ich schneide das jetzt rein, obwohl das jetzt gar kein Thema ist, gegen die zu kämpfen, aber wie gesagt, es ist halt sehr komisch. Solche Crawlers-Gegner zu haben. Und wir sind auch immer... Lol, das ist halt... Das ist ein 40er. Und jetzt kommen... Okay, das ist jetzt... was anderes. Hä? Das war jetzt immer 3, ne? Das hätten echt die Toten sein können. Weil wir wurden auch immer von 3 vorhin angegriffen, ne?
Echt komisch, das Ganze hier. Ralan, Sheena, ich bin froh, euch zu sehen. Wir haben sehnsüchtig auf eure Rückkehr gewartet. Mach dir keine Sorgen, Sally. Wir haben es den Kroll gezeigt. Nein, ihr versteht nicht. Was denn? Wir haben erfahren, dass auch auf Kokoeria Riesen-Kroll ihr Unwesen treiben. Auf Kokoeria? Nimmt das denn kein Ende? Sheena, machen wir uns auf den Weg nach Kokoeria, Ikusee. Oh, dann wisst ihr ja wohl, wo wir in den nächsten Part hingehen. Wer hätte es denn geahnt? Like da lassen, was euch gefallen hat. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao.